Willkommen zurück zu Pokémon Silber und nein, nicht abschalten, das ist hier nicht irgendwie die falsche Folge. Es sieht zwar so aus, als wären wir wieder ganz am Anfang gespielt nach der ersten Arena, aber tatsächlich bin ich einfach nur zurückgerannt, denn heute ist es soweit. Wir werden nun die Alfruinen erkundigen. Die ganze Folge lang. Ich hoffe, wir werden alles finden. Ich denke, man kann ab jetzt diesem Punkt des Spiels alles finden. Ich wollte halt warten, bis wir endlich die Möglichkeit haben zu surfen mit jetzt mit Krabi halt als vor allem Sklave zusammen mit Paras. Das sind unsere einzigen Teammitglieder, für die die Serie verfolgt haben. Du untersuchst die Ruinen? Ja, genau, das wollen wir heute die ganze Folge dann machen. Und wenn wir noch Zeit haben, können wir gerne einfach ganz normal weitermachen, was ich eigentlich erst auf nächste Woche machen wollte, aber das ist ja okay. Können wir halt weitermachen, wie auch immer. Ich sehe einen Wissenschaftler in Spee. Ich? Oder sind hier welche? Alfruin, eine Besichtigungsstätte für Touristen. Versuche die schenkbaren Steintafel zu bewegen. Okay, hört sich interessant an. Auf den Steintafeln sind Zeichnungen. Ich versuchte sie zu bewegen. Ich frage mich, was sie darstellen. Und hier sind wir. Da kann man schon direkt surfen. Aber wir machen jetzt mal das, was man von Anfang an machen kann. Alfruin, Fremde willkommen! Aber was ist denn das hier? Eine Höhle? Und das hier sind die Inkognito-Ruinen. Falls ihr euch fragt, was sind Inkognitos? Ihr seht es hier an der Wand, das hier sind die Inkognitos. Die sehen von A bis Z und 1, 2, 3, 4, 5 oder was auch immer. Also es gibt sehr viele Inkognito-Arten. Basically eigentlich nur von A bis Z. Ich weiß nicht, ob es da noch ein paar bestimmte besondere gibt. Scharfes S oder 1 bis 9, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ja, kann sein, dass die Wände hier ein bisschen irgendwas ja, heißen, ob da was steht. Muss ich später entziffern, keine Ahnung. Dieser Ort streut eine eigenartige Mystik aus. Man könnte es fast schon als ätherisch bezeichnen. Okay. Dies ist eine Nachbildung eines antiken Pokémon. Und die gibt es sonst eigentlich nichts in der Ruine, außer ein paar wilde Pokémon, die wir Inkognitos nennen, wenn die mal kommen würden. Ich weiß nicht, ob die erst später kommen. Hier gibt es aber Touristen. Antike Bauten sind oft Grabstätten für Könige, wie zum Beispiel die Pyramiden. Aha. Ja, anscheinend gibt es die Inkognitos erst später, wenn man ein paar Wandgemälde geschafft hat. Denn uns wurde ja schon gesagt, dass man ein paar Puzzle machen kann, Wandgemälde verschieben kann und dann passiert was? Ja, jetzt habe ich das schon gespoilert. Dann scheinen hier Inkognitos, die man fangen kann. Die sind nicht wirklich gut. Das Einzige, was sie können, ist Kraftreserve. Das ist eine Psycho-Attacke, die sehr schwach ist in den ersten paar Gens. Ist erst in den neueren Spielen sehr gut. Hier war es noch richtig scheiße. Dies ist ein großer Raum, aber er ist leer. Ja, das habe ich auch gemerkt. Rein gar nichts gibt es hier. Also noch nicht. Werden die noch komplett voll für mit allen die Kognitoraten. Von A bis Z werden wir alle nicht fangen, aber das wäre hobbylos, aber kann man machen. Muss man aber nicht. Habe ich recht, meine Wissenschaft in diesem Haus? Alfruinen Forschungszentrum. Alfruin, zuständige Behörde. Ja, hier sind ganz viele Wissenschaftler, die die Kognitos untersuchen. Die Ruinen sind ca. 1500 Jahre alt, aber niemand weiß, warum sie erbaut wurden. Was hat er eigentlich auf seinem Schreibtisch? Sieht aus, als wäre das so ein Icon von irgendwas. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall ein PC. Kann man da zugreifen? Ja, kann man. Alfruin, zehntes Forschungsjahr, nice. Ja, heute kann ich es nicht so mitreden, aber das kennt ihr ja, alle paar Folgen bei mir. An die Wände der Ruinen sind seltsame Zeichen gemalt. Sie sind der Schlüssel zur Lösung des Rätsels um die Ruinen. Und warum seid ihr dann so dumm, um das selber zu kriegen? Egal. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Das ist ein Drucker für den Gameboy Printer. Aber ich glaube nicht, dass es Gameboy Printer PC gibt. Ja. Rätselstein, Puzzlekammer. Oh, hier ist die erste Kammer. Hier links gibt es auch noch was. Genau, hier kommt man von einer anderen Seite vorbei. Ich kann es euch zeigen. Hier, wo wir letzte Folge aufgehört haben, von hier aus. Fragst du dich nicht, wer so etwas tun sollte und warum? Was denn?
Hast du diesen merkwürdigen Baum auf der Straße gesehen? Das könnte erklären, weshalb immer weniger Menschen die Ifri besuchen. Nur ich habe ihn nicht gesehen, weil ich ihn von ein paar Folgen beseitigt habe. Aber okay. Komm, machen wir mal das erste Puzzle. Ich versuche sowieso heute alle zu schaffen. Sind nicht schwer. Willkommen in diesem Raum. Dies sind verschiebbare Bodenplatten, die ein Pokémon darstellen, das von Menschen aus der Antike gemalt wurde. Ich schiebe die Platten so, dass ein Bild entsteht. Rechts findest du eine Beschreibung des Pokémon. Ja? Ein Pokémon, das sich am Meeresgrund versteckte und mit seinen Augen auf dem Rücken die Umgebung genau beobachtete. Und ich kann euch jetzt schon sagen, was es ist, obwohl... Ah, ich spaß euch lieber auf. Und das ist das Puzzle. Ihr seht dieses große schwarze Loch. Da müssen wir jetzt das Puzzle reintun mit dieser ganz leicht nervenden Musik. Ich glaube, man kann die Dinger auch drehen. Oder vielleicht geht es nur bei späteren Puzzlen. Vielleicht kann man das erste noch nicht drehen, aber irgendwie konnte man die anderen noch drehen. So, jetzt müssen wir halt hier das Pokémon zusammenbauen. Ich mache es jetzt so, wie ich es noch in Erinnerung hatte. Ich werde es jetzt nicht first try richtig schaffen, wie ihr gerade seht. Bin jetzt nicht der Beste darin, aber auch nicht das Schlechteste. Also das erste Puzzle ist halt noch ziemlich einfach. Und ich denke, selbst die Leute, die dieses Spiel hier gespielt haben, können langsam erraten, welches Gen 1 Pokémon das ist. Es ist halt ein Fossil-Pokémon, da gibt es nicht viele in Gen 1. Gut, in vielen Spielen nicht, aber egal. Ja, es ist Kabuto, kann man ja schon sehen. Ich glaube, ich hab's falsch rum, oder? Das ist so nervig. So rum, ja. Ja, doch, so rum. Und die Dinger vielleicht auch andersrum? So rum, ja, 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 ja. Oh, nice. Wie kriegst du First Try hin? Nicht. Nee, das ist komplett falsch. Was habe ich denn da gedacht? Oh, okay, nice, nice, nice. Und, ist das richtig? Ist das richtig? Ah, ich glaube andersrum. Ich glaube, das hier muss dahin. Und das hier dahin. Yes! Ha! Ich hab's noch auswendig! Oder, was heißt auswendig? Ziemlich gut im Kopf noch. Ja, das ist das Bild. Und dann auf einmal... Der Boden bricht ein. Eine seltsame Anwesenheit ist hier zu spüren. Was hat das denn zu bedeuten? Wo sind die Touristen? Es ist hier so ruhig. Und jetzt kommen hier wilde Inkognitos! Eine D? Warum ist das so grün? Aber das ist ein D. Und ich glaube, man muss so ein paar Stück fangen, damit eine kleine Sequenz mit den Forschern kommt. Deshalb setze ich ein paar Superbälle ein. Gut, ich hätte auch Pokémon einsetzen können, merke ich gerade, aber ist auch egal. So. Ich fange ein paar von denen und dann sollte gleich irgendwas passieren. Ich lese aber erstmal deren Eintrag. Sein flacher, dünner Körper hängt immer an Wänden. Seine Form scheint eine Bedeutung zu haben. Ja, die Inkognitos haben ja eigentlich irgendwas mit Entei, Raikun, Suicune zu tun. Leider wird das nie irgendwo auch annähernd beschrieben, was es damit auf sich hat. In Kristall sind sogar die Inkognitos das Opening des Spiels. Ach ja, und da wir jetzt das Rätsel geschafft haben, in Kristall. Wow, die Lady ist weg, lol. Im Kristall kann man hier nach hinten und dann gibt es halt so eine Tafel, die irgendwas in die Inkognito-Sprache sagt und dann muss man da irgendwas machen für ein Item. Und in den Remakes gibt es dann noch ein bisschen mehr als so den einen Raum. Du kriegst ein paar Bonus-Sachen halt. Es ist jetzt nicht wirklich krass viel. So, und das wäre eigentlich schon alles gewesen, wenn man das erste Mal hier ist. Man kann ja ein paar fangen und das war's dann. Aber für uns ist es noch lange nicht zu Ende. Wir können jetzt hier surfen mit Krabi. Und dann kommen wir hier rüber. Auf den zweiten Teil der Alfruin. Ich glaube, hier hinten gibt es nichts. Nee. Das ist hier nur Übergang. Zurück will. Hier ist die zweite Ruine. Und was sagt das diesmal? Dieses Flug-Pokémon griff seine Beute mittels seiner sensenartigen Reißzähne an. Ja, ich werde gleich auch wieder revealen, was es ist. Ich weiß aber nicht mehr, ab wann man die Dinger drehen konnte. Vielleicht kann man sie auch erst in einem anderen Spiel drehen. Aber ich habe es irgendwie im Kopf gehabt, dass man die drehen konnte. Aber ich mag die Puzzle. Ich finde die Puzzle nur ein bisschen
nervig im Original, also jetzt hier. Weil ich muss so lange warten, bis es gesetzt wird, bis ich es aufheben kann und all das. Aber wir kommen ziemlich gut voran gerade. Ich muss mich halt erinnern. Aber bisher not bad. Das hier ist der Schweif. So, ja, da kommen die Flügel zusammen. Das, glaube ich, wird so. Nee, fast nicht. Kommt der nach da? Oh, der kommt nach da. Na, man kann es jetzt schon sehen, das ist ein Aerodactyl. Ob es Gen 1 mal wieder? Ich muss überlegen, wo die alle hinten die Teile. Da kommst du nicht nach da, du kommst nach da zu den Flügeln, okay. Du kommst nach da, bin ich mir sicher. Wo ist denn der Boden eigentlich? Ich hab den Boden noch gar nicht. Was ist das, der Boden? Hm. Nee, du kommst dahin. Du bist der Mund. Glaube ich. Okay, dann das sieht nicht gesund aus. Ich merke erst jetzt, was für ein Chaos ich errichtet habe. Scheiße. Das hier ist der Mund. Das kommt. Ja. Glaube ich. Und dann so. Was ist denn das Bottom Piece? Weil das hier passt absolut gar nicht nach unten. Wo habe ich das Bottom Piece? Das hier passt aber auch nicht wirklich. Ach, das ist das Bottom Piece. Oh, warte, habe ich es schon? Wow. Aber man sieht, das ist ein Aerodactyl. Erstmal Kabuto, dann Aerodactyl. Ich glaube, zwei gibt es noch. Ich glaube, es gibt insgesamt vier. Müsste eigentlich. Und damit haben wir nun weitere Inkognitos freigeschaltet. Also es gibt jetzt mehr als so ein paar. Es gibt immer wieder mehr und mehr, je mehr man von den Wandbildern freischaltet. Und da gibt es halt vier von. Das hier zum Beispiel ist ein... Ich glaube, ein A. Es müsste ein A sein. Ich glaube, das sah ein A aus. Ich glaube, jetzt mal einen ganz normalen Ball. Dann müsste eigentlich auch passen. Pokéball. Nicht Ball. Los, fang Inkognito. Fang den Ball. Hast ihn nicht gefangen. Bin enttäuscht. Kraftreserve. Was soll das machen? Schaden? Oh nein, ein KP. Oh, ein bisschen mehr als ein KP. Okay, impressive. Ja, aber komm, bleib im Ball. Was? Wie? Du bleibst nicht drin. Ey, bleib drin. Hallo? Hast die wohl nicht mal alle? Gut, geht doch. Ich könnte sie theoretisch auch freilassen, aber keine Ahnung. Wie gesagt, man muss irgendwie so 3 oder 5 Stück oder so fangen. Ja komm, die nächste können wir gleich fangen, wenn wir das nächste Wandbild freigeschaltet haben. So, jetzt müssen wir halt hier wieder runter surfen. Aber dann... Ach nee, warte! Oh, mir fällt's wieder ein! Ah, ich glaube, wir sind ja wirklich ganz fertig. Ja, mir fällt's wieder ein, wie man da hochkommt. Oh, mir fällt's wieder ein. Oh, das ist ekelhaft. Okay, ich zeige euch, wie man da hinkommt. Kleines Timelapse wahrscheinlich. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich an Ort und Stelle bin. Denn das wird jetzt ein bisschen crazy, sage ich euch. Ach ja, wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja gleich mal Zerschneider hier einsetzen. Und was haben wir denn hier? Brüll! Die Leute laufen davon, wenn ich brülle! Du aber wolltest mich sehen! Das gefällt mir! Hier, bitteschön! Danke. Du bist leiser reden, das wäre ganz nett. Aber danke für die Tem. Brüll! Es ist Brille! Sogar Pokémon laufen davon, wenn du ihn einsetzt! Okay, danke. Wow, es kam die ganze Zeit gar keine wilden Pokémon. Das finde ich impressive. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder in dieser Höhle. Und hier müssen wir durch. Und zwar jetzt wird es richtig crazy. Wir müssen... irgendwo nach oben. Man kann hier irgendwo nach oben... Ah, warte, wir können ja hier versuchen zu surfen. Ich weiß nicht, ob das hier geändert wurde, aber ich weiß es noch vom Remake, dass man durch diese Höhle zurückkommt zu den Alfruinen. Ne, hier kann man nicht. Okay. Ich
weiß aber nicht mal, welchen Punkt man nach oben links gelangen. Hier vielleicht? Vielleicht da hoch, da runter. Von hier hoch nach unten oder so? Oder hier durch? Oh, hier durch! Hier durch surfen und dann kommt man hier zu einer Leiter. Ah, ja, im Remake wurde die ganze Höhle ein bisschen verändert. Hat man ja auch daran gemerkt, an einer der ersten Folgen, dass ich mich hier nicht gut auskannte, was ich normalerweise tue. Und hier gibt's Ärger und es kommt noch härter. Wer ist da? Lass mich und meine Pokémon in Frieden! Leertaste! Okay. War wohl ein deutscher Übersetzungsfehler. Dass da eine Zeile leer ist. Finde ich lustig. What the... Klogger, was ist das für eine Pose? Ich sehe diese Pose von Klogger gerade zum ersten Mal. What? Okay. Was setzen wir ein? Ich setze mal Owoot ein. Ihr seht auch schon, man kommt hier ja nur hin, wenn man Surfer hat. Deshalb sind die auch ungefähr auf unserem Level. Ist halt ein bisschen zum Probieren, würde ich mal sagen. Ich denke, man soll ja auch hin, sobald man Surfer hat. Deshalb ist alles richtig, was wir gemacht haben. Und jetzt werde ich hier kurz was ankündigen. Oh Gott, das ist übrigens keine gute Idee gewesen, was ich gemacht habe. Amphi, komm schon, du willst doch gerne hier Donnerschock und so. Oh, nein, willst du nicht. Nein, willst du sowas von nicht. Scheiße, das ist echt gut. Flamesack? Nein, nein, das ist effektiv. Stimmt. Aber hier wird doch bestimmt richtig sein. Ach, verdammt. Okay, wir sind gerade sehr aufgeflogen, würde ich sagen. Wir können nichts gegen den Trainer ausrichten. Das ist kacke. Ich versuch's nochmal ein bisschen, aber ich habe gerade ein bisschen verkackt. Giftpuder, es hat keine Wirkung. Wieso nicht? Giftpuder. Okay, er ist vergiftet. Nice, er killt mich. Okay, aber er ist vergiftet. Amphi tue ich rein. Ich heile. Ich weiß, ich spüre gerade ein bisschen zu viel vor für manche, aber... Das ist alles gerade nicht geplant. Ich habe nicht erwartet, dass er auf einmal uns so weghaut. Und ich habe natürlich keine Heilalpse gekauft nach dem Kampf. Weil ich dachte, jetzt kommt nichts mehr bis zur nächsten Arena. Oder bis zur nächsten Stadt zumindest. Kopfnuss versuche ich mal. Nice, nice. Und jetzt bist du tot, Mann. Jetzt bist du sowas von tot. Gegen den Schädel seiner Mutter. Und bam, ist er down. Oh Gott. Hört ihr diese Hintergrundgeräusche? Genauso fühle ich mich gerade. Wie ein Knochen, der gerade runterfällt. Oder was auch immer das war gerade für ein Geräusch draußen war. Wahrscheinlich irgendwie so Holz oder so rumgefallen. Keine Ahnung. Aber als ob da einfach noch ein Klogger ist, mit dem ich veräppeln. Das gibt's doch nicht. Natürlich trifft das nicht. Ja, ich hab verkackt. Das ist ein RIP hier, würde ich sagen. Das ist ein RIP. Ich kann ganz viel Rauchwolke versuchen. Ich spule jetzt aber vor, weil... Ich hab jetzt nicht nach zwei Folgen gedacht, die ich hier brauche. Scheiße, wieso macht das so viel Damage, Mann? Okay. Glut! Oh, ordentlich, ordentlich mit dem Volltreffer! Yes! Oh, jetzt kriegst du sowas von aufs Maul, Mann! Ah! Nein! Aua! Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Überlebst, überleb! Verreck! Level 30! Werden wir jetzt erreichen! Yay! Flamesack dominiert unser Team mal wieder. Verschwinde, weg! Geh weg! Nö. Nur ich und meine Pokémon. Ich bin überglücklich. Okay. Epischer Kampf gerade. Machen wir auf jeden Fall weiter mit dieser Höhle. Oh nein, er will ja auch kämpfen, oder? Oh nein. Ach komm schon. Muss das sein? Ach Gott. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier eine Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit einem weiteren Kampf. Ich werde kurz heilen gehen, Items kaufen gehen. Und dann sehen wir uns hier an diesem Punkt in der nächsten Folge wieder.
Ciao, schönen Tag noch. Bye.